Für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort der Kollegin Annabel Krämer. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Schwarz-Grün präsentiert uns heute einen Antrag mit dem Titel Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen durch den Bund weiter sicherstellen. Er suggeriert, der Bund plane, sich aus der Finanzierung von Frauenfacheinrichtungen zurückzuziehen. Für 2024 werden 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Eine Verlängerung des Programms darüber hinaus wurde in Aussicht gestellt. Dass eine haushaltsrechtliche Zusage hierfür aufgrund des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens noch nicht erfolgen kann, wissen Sie bei Projekten ganz genau. Sie selbst haben hier gestern konkrete Zusagen selbst für den kommenden Haushalt verweigert. Der Bund hat nicht vor, sich aus der Finanzierung zurückzuziehen. Das weiß auch die Landesregierung. Ich zitiere: Als Ministerin sind wir am runden Tisch gemeinsam gegen Gewalt an Frauen von Bundesfamilien und Frauenministerin Paus beteiligt, in den entsprechenden Arbeitsgruppen zur weiteren Entwicklung und Ausgestaltung der Regelung und der Finanzierung wirken wir mit. Frau Ministerin Touré, hakt es etwa in der Kommunikation mit Ihrer Kollegin, der grünen Bundesministerin Paus? Sollten Sie hier einen Konflikt haben, möchte ich Sie herzlich bitten, diesen nicht auf den Rückenschutz suchender Frauen auszutragen. Ist Ihnen in Ihrem zum Glück angepassten Antrag, war diese Forderung an den Bund übrigens der einzige Inhaltspunkt. Der Antrag war wirklich dünne Suppe. Wir haben uns gemeinsam im letzten Jahr darauf geeinigt, dass wir die Finanzierung der Frauenhäuser und Frauenfacheinrichtungen auch auf Landesebene stärken müssen. Und wir Freie Demokraten haben im Januar deshalb folgenden Antrag gestellt. Erstens, Überführung der bisher jährlich neu über den Haushalt zu bewilligenden 750.000 Euro zur Förderung von Frauenfacheinrichtungen in den kommunalen Finanzausgleich. Und da sage ich ganz ehrlich, ich danke Ihnen für die Übernahme dieses Punktes von uns in Ihrem jetzt neuen Antrag und dass Ministerin Touré ihre Zusage vom 18.01. eingehalten hat. Danke, Frau Ministerin. Eine einheitliche Finanzierung der Frauenhäuser und Frauenfacheinrichtungen über das Finanzausgleichsgesetz gewährleistet eine verlässliche und bürokratiearme Finanzierung. Das bete ich jetzt schon seit Jahren rauf und runter. Die wichtige Entfristung der Arbeitsplätze in den Frauenfacheinrichtungen wird somit endlich möglich, und das ist eine wunderbare Nachricht für unsere Frauenfacheinrichtungen. Zweitens, Erhöhung der Zuweisung zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenfacheinrichtungen gemäß § 23 FAG um weitere 1,25 Millionen Euro durch eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse. Und drittens haben wir gefordert, eine jährliche Dynamisierung dieser zusätzlichen Mittel und der umgeschichteten Mittel um 2,5%. Die Dynamisierung der umgeschichteten Mittel sagen Sie heute zu, auch dafür gibt man ganz herzlicher Dank. Durch zusätzliche Frauenhausplätze und geschiedene Betriebskosten ergibt sich jedoch schon ganz lange ein Finanzierungsdefizit. Es muss endlich gewährleistet sein, dass auch die Mitarbeiter in unseren Frauenhäusern anständig nach TVED vergütet werden können. Die geforderten zusätzlichen Mittel hiervor lehnen Sie jedoch heute weiterhin ab. Dabei hat die Ministerin am 18.01. in der Landtagsdebatte auch zu dieser Forderung von uns Freien Demokraten wie folgt Stellung bezogen. Ich zitiere: Die FDP macht in ihrem Antrag sehr gute finanzielle Vorschläge, die aber leider für den Haushalt 2023 nicht mehr umsetzbar sind. Für den Haushalt 2024 aber schon. Entschuldigen Sie, Kollegin Krämer, ja, ich darf doch die Kollegen. Ja, wir stoppen selbstverständlich die Redezeit. Ich darf die Kollegen bitten, es gibt so eine Sonderfunktionstaste bei Handys. Ich will das nicht näher ausführen. Vielleicht können wir noch mal eine Fortbildung sonst anbieten. Kollegin Krämer, Sie haben das Wort. Danke Herr Präsident. Ich wiederhole das jetzt noch mal, weil das eben, also ich zitiere: Die FDP macht im Antrag sehr gute finanzielle Vorschläge, die aber leider für den Haushalt 2023 nicht mehr umsetzbar sind. Für den Haushalt 2024 aber schon. Zitat Ende. Schwarz-Grün hat damals unseren Antrag abgelehnt. Die Landesregierung hat die Umsetzung unserer Forderung für 2024 aber angekündigt. Unsere geforderte Aufstockung der Landesmittel um 1,25 Millionen Euro decken mitnichten die bestehenden Bedarfe in unserem Land. Zudem brauchen wir dringend weitere Frauenhausplätze, da sind wir uns doch alle eigentlich einig. Es ist eine zentrale Aufgabe unseres Rechtsstaates, alle Frauen in diesem Land vor häuslicher Gewalt zu schützen. Geld ist hinreichend da.
Geld ist hinreichend da. Priorisieren Sie endlich richtig. Für jedes Gedöns ist in diesem Haus Geld vorhanden. Und es ist nicht mehr vermittelbar, dass Finanzmittel für Ranger zur Belehrung von Waldbesuchern und Zuschüsse für schon lange nicht mehr nachgefragte Balkonkraftwerke hinreichend vorhanden sind. Aber für Frauen in Not sollen keine 1,25 Millionen Euro zusätzliche jährliche Mittel zur Verfügung stehen. Da sollten Sie sich wirklich schämen. Sollen weiterhin in unserem Land an 9 von 10 Tagen eine Überlastungsanzeige der Frauenhäuser stattfinden und die Türen geschlossen bleiben? Das darf doch in einem Rechtsstaat wirklich nicht der Fall sein. Frau Ministerin Touré, bitte halten Sie auch diese Zusagen aus dem Januar für den Haushalt 2024. Wir erwarten, dass Schwarz-Grün nach vielen Anträgen mit warmen Worten, Konzept- und Prüfaufträgen den schutzbedürftigen Frauen in unserem Land endlich die erforderliche und zugesagte weitere Hilfe zukommen lässt. Sie stellen heute Forderungen an den Bund über das Jahr 2024 hinaus. Ich erwarte zumindest eine klare Zusage des Landes für das Jahr 2024. Wir werden Ihrem Antrag zustimmen, weil Sie einen wichtigen Punkt von uns übernommen haben. Der war uns unglaublich wichtig. Ja, den haben Sie von uns, den habe ich doch im November, war es doch mein Pipito, um den einzubringen. Sie Kollegin haben ihn doch Kremer, Ihre eingenommen, meine Ihre Redezeit ist abgelaufen. Also Sie ich möchte, zum Schluss. Ja, ich komme zum Ende. Ich danke mich, dass Sie meine Anregung aus dem November, die wir in gemeinsamen Antrag gegossen haben, übernommen haben. Frau Nies, da können Sie gucken, wie Sie wollen. Die anderen wissen in diesem Haus, dass das ein originärer FDP-Antrag war. Ich danke Ihnen ganz herzlich.